Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? So, guten Morgen aus Madrid. Bisschen laut hier, kurz Intro. Wir machen heute Shooting und ein paar Besprechungen wegen iCandy. Ich nehme euch gleich ein bisschen mit, zeige euch die Location, nehme so ein paar Sachen auf, seht ab mal ein bisschen. Aber ich kann natürlich nicht alle Sachen euch zeigen. Digga, was geht denn hier? Ist das hier der Friseur von den Realspielen oder was? Das ist der Camavinga-Haus. Oder ist da ein Trikot von Vinicius Junior? Wie schlau wäre es, einfach Trikots von Real Madrid-Spielern hier hinzukloppen? Oder von irgendwelchen Vereinen dann halt, in denen hier wir dagegen treten. Und man denkt dann, oh, okay, Fußballer gehen da kacken. Vielleicht ist es ja auch wirklich so. Aber das wäre smart vom Marketing her. Guck mal, das ist schlau im Leben. So, komm mal rein hier in den ganzen Lachs. Ich weiß nicht, was hier überall abgeht, ehrlich zu sein. Hier werden gerade Gespräche geführt mit potenziellen neuen Kapitänen. Rein ist Nico. Hier werden Bilder gemacht, TikTok-Formate, YouTube-Formate. Diese Leute. I can leak, you know what I mean, you know what I'm talking Toni ist auch schon da, der ist oben, aber der telefoniert gerade, wie gesagt, mit einem potenziellen neuen Kapitän. Wir sind hier alle parallel am Machen. Hier sind ein paar Snacks. Perfekt. Wo steht hier Vitamet? Hier haben wir wieder mein Lieblingswasser. Hier haben wir das Trikot, was wir wahrscheinlich dann auch verlosen. Wir haben ja mehrere Trikots, die wir hier verlosen. Ich weiß nicht ganz genau, was das hier ist. Für eine Couch. Okay, eine Casting-Couch. Was ich nicht checke, wieso ist dieses Delay-Trikot da und nicht unseres? Unser richtiges. Das ist ja unser nicht richtiges Delay-Sports-Trikot an sich. Aber das fanden auch viele cool. Das war aber nicht, das ist keine, das ist nicht sozusagen bei uns, also es ist kein Spieltrikot, sondern war so ein Special-Ding. So, hier wird gerade YouTube-Video aufgenommen. Da bitte auch an die Cutter verschwemmen. YouTube-Video wird aufgenommen für schon mit zwei neuen Teamkapitänen. Ich glaube, Stand jetzt haben wir sechs Teams, die ready sind, sozusagen. Aber ihr kennt erst drei. Ich glaube auch, ihr werdet euch sehr freuen. Hier ist die Maske. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht? Ich nehme euch einfach mal so ein bisschen mit. Wird ein spontaner Vlog. So, eine Sache muss ich auch nochmal ansprechen. Eigentlich ist es selbsterklärend, aber ich muss es hier nochmal festhalten. Also, wer wirklich denkt, dass wir Cristiano Ronaldo in die Icon-League bekommen, der hat echt einen Knacks. Das wird nicht passieren. Ich sage immer, ja, ich glaube, ihr werdet euch freuen und es wird cool. Und dann sagen welche so auf Ernst, ist Cristiano Ronaldo. Nein, das ist es noch nicht. Er shootet, Digga. Du wolltest doch dir die Stadt angucken, Bro. Ich war grad scheißen. Ich muss warten, bis Dings. Bis mein Flieger kommt. Bis mein Flieger kommt. Achso, ja, okay. Grüß. Ja, ist voll gut. Ich gehe allein in die Stadt. Ja, also mit Melina oder? Melina ist auch sich die Stadt angeguckt. Ich bleib lieber hier. Wir nehmen hier gerade TikTok-Formate auf und mir fällt auf, wie scheiße ich ins Stadion erraten bin. Das ist ja geisteskrank. Die ganzen Klassiker, so Dortmund und Bayern und Real und Barca, ja. Aber sobald es so darum geht, ich sollte gerade so das Stadion von, keine Ahnung, so mittelklassigen italienischen Vereinen, so, da kracht es ja komplett. Nicht mal annähernd eine Chance. Hier werden gerade YouTube-Formate gerade aufgenommen. 1-Minute-Videos. Ihr folgt jetzt sofort den Icon League YouTube-Kanal. Wir haben da sogar schon 10.000 Abonnenten oder sowas drauf. Aber es ist halt momentan schwierig, Content auch aufzunehmen, wenn wir keine Spieltage haben. Ne? Aber dafür, dass wir noch gar nichts eigentlich haben, ist der Support auf jeden Fall auf allen Plattformen am Start. Nochmal für euch, wir werden das streamen auf Twitch auf jeden Fall. Es werden die Highlights davon werden auf YouTube auch kommen, auch bei den Icon League Kanälen. Ne? Also gerne da schon mal ein Follow da lassen, da verpasst ihr auch nichts. Jetzt werden hier gerade Content-Formate aufgenommen, der hat gerade ein Brett rausgehauen. Wo spielt Eintracht Trier? Welche Liga? In meinen Augen dritte Liga. Ja, ja. Wer auf jeden Fall verdient. Eintracht Trier, dritte Liga. Kann sein, dass ihr jetzt ein Angebot bekommt. Oberliga. Ja, okay. Ja, Schatz. Ja, ja, 15. Trainer. Als Spieler und Trainer Champions League gewonnen? Was ist das? Das ist einfach. Ja. Sie da. Ja, ja. Ancelotti hat den Spieler die geholt. Eligello nimmt jetzt ein Video auf gegen einen der Kapitäne. Schätzfragen. Ich sage euch, bis jetzt spiele ich hier einen auf. Sage ich euch so, wie es ist in den ganzen Formaten. Guckt euch das später auf YouTube an, bei dem iCandy-Kanal. Hier wird gerade einer aufgespielt. Die Fußball-Expertise wird hier nämlich gefragt. Wow. Hier ist übrigens das getragene, verstinkte Trikot vom Supercup, wo Real gewonnen hat. Das hat ja ein Zuschauer gewonnen. Da sieht man noch die ganzen Flecken vom Spiel.
wo sie gewonnen haben. Hat schon Zuschauer gewonnen und es mockt. Viel Spaß damit, mein Freund. Mann, Digga, wir sollen hier Content aufnehmen, ja? Und dann zeigt er mir seinen TikTok. Geil, Bro. Bro, geil. Geil, geil. Weißt du, wie das Stadion von FC Venezia aussieht? Venedig? Deswegen. Nee. Ich wollte, dass die ein Stadion haben. Ja, ich muss es auch, also ganz ehrlich. Ne? Du willst mir sagen, dass du das Stadion kanntest. Ich sag es schon mal. Was ist die Erklärung? Wegen der schwarz-weißen Tribüne. Und die habe ich gesehen, weil ich das erste Spiel von Crujon oder so verfolgt habe, wo er von Bayern dahin gewechselt ist. Es gibt noch eine einfache Erklärung. Ich habe das Video eine Stunde vorher aufgenommen und der hat FC Venedig gehört. Das ist die andere Erklärung. Und er sagt, er beleugnet es. Ich habe jetzt ein paar Fragen an Nikolas Witzen. Wir haben gerade einen Real Talk geführt mit Willi, Toni, Sid und ich. Das ist immer echt interessant. So, wenn man so Sachen fragen kann, die einen so interessieren. Eine Frage, ne? Eine Frage, aber man will so viel fragen, ne? Ich habe so viel Fragen über Ideen. Ja. Und dann sagt, du hast halt überlegt euch so, was ihr wissen wollt. Und dann haut ihr euch das so raus und so voll authentisch und sagt, ja, das ist so und so. Das ist voll geil. Also wirklich. Hm? Er ist so cool. Er ist cool auch so, ne? Ist entspannt, ja. Das ist wirklich top. Toni, nicht nervös sein. Einfach dein Ding machen. Das ist übrigens mein Job jetzt. Mein Job ist die ganze Zeit hier Frankfurt. Ah, wie cool sieht die Kamera aus? Die Kamera sieht professionell aus. Ne? Das sieht richtig professionell aus. Und Leute, das ist die Icon-League für die Leute, die es nicht verstehen. Hattest du schon mal einen Kater? Ja. Also wir reden von dir. Nee, eine Katze hatte ich noch nie. Ein Kater, ja. Zwei Viertel zu Drachen wäre im Finale, am nächsten Morgen. Das ist ja auch eine Frage. Wie krass feiert man eigentlich nach einem WM-Titel? Na, so sehr, dass man am nächsten Tag einen Kater hat. Eli Geller oder Jello? Mittlerweile Jello. Wer ist süßer, Manni oder Diego? Beide. Ja, kannst du nicht entscheiden? Ja, Mama und Papa. Also das ist respektlos, ne? Wir kommen hier vorbei und hier ist irgendein Spiegel mit Dings da, mit Damen und da wird direkt gegeiert, ne? Ja. Es kann doch nicht sein, dass du die ganze Zeit hier isst. Jetzt mal ehrlich. Was machst du mal? Jetzt haben wir den Ranzen. Nein, ich könnte meine Hose nicht so machen. Alter. So, weiter geht's. Ich nehme jetzt ein YouTube-Video auf mit Toni. Ich glaube, wer mehr weiß oder sowas, kann ich mal meine Fußball-Expertise zeigen. Übrigens, Melina ist die ganze Zeit in Madrid. Die geht shoppen. Die wollte hierher, weil es hier irgendwie einen großen Zara gibt oder so. Irgendwelche Läden, die es in Berlin nicht gibt. Die ist auch gerade im siebten Himmel. So, jetzt wird das Format aufgenommen gegen Toni. Ich weiß nicht genau, was rankommt, aber ich glaube, es ist Fußballfragen. So war es auf jeden Fall bei den anderen. Jetzt wird die Fußball-Expertise getestet. Gerne abchecken. Kommt auf dem Icon League YouTube-Kanal online. Ja, dann schauen wir mal, wenn ich gewinne. Ja, wenn er gewinnt, dann kommt es online. Wenn nicht, dann seht ihr das Video nie. Marcel, was hast du Sydney gefragt? Welche Größe war das nochmal? XL, er hat selber XL. XL, Sydney, wie sieht's aus? XL-Trikot? Ja, oder? Jetzt sehe ich es ein, dass es XL ist. Ich starte schon lange XL und ich bin langsam wieder Richtung L. Ja, gut. Das passt mir locker. Zeig mal. Das Ding ist, manchmal ist der Spanns denn hier so vorne. Zeig mal. Weiß steht hier, weiß macht. Ja, ich glaube auch, weiß. Na, aber eigentlich macht er schwarz. Zeig mal hier Unterschrift drin. Ja, mit lockerer Unterschrift. Donny Cross. Von mir ist der Beste, Donny Cross. Mein Sechserpartner. Oh, stell mal vor. Oh, dich in dem Trikot? Stell mal vor, der wird bei Real spielen. Weißt du, wie dann unser Leben ausschauen wird? Ja, Mann. Digga, ehrlich, da wird unser Leben ganz anders aussehen. Unser Leben wird nicht. Und so hätte es bei dir laufen können, hä? Stell mal vor. Voll. Das ist L? Wir werden unterschriebene Trikots nochmal von ihm hier verlost. Ihr müsst die Icon League folgen. Toni auch, für die Leute, die natürlich ein paar Toni noch nicht folgen. Icon League auf YouTube und auf Insta. Er versucht es ganz schnell aufzuessen, aber hat es nicht geschafft. Melina ist jetzt auch hier und sie hat extra Sydney Donuts mitgebracht. Hast du danach gefragt? Doch, er hat geschrieben, bring mir bitte Donuts mit. Ich stand hier einfach 5 Stunden rum und hab gepopelt. Das hab ich nicht gemacht. Jetzt wird hier 2 Kontakte gespielt und Jello muss mal wieder zugucken. Mein Knie. Jetzt haben wir. Ja. Das ist ja hier verantiert. Alter! Ja. Ohne, oha! Nee. Jungs. Wow. Guck mal, da kommt einer weg, die haben 5 Meter gemacht. Komm hier, jetzt!
Flo back-to-back verloren hier, ne? Zweimal in Folge verloren. So, Freunde, tut mir leid. Haben da noch ein bisschen was aufgenommen, sind jetzt schon am Flughafen. Melina, Sydney und ich. Wir fliegen jetzt zurück nach Berlin. War ein sehr, sehr produktiver Tag. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und sozusagen sind alle echt sehr, sehr gut drauf. Mittlerweile haben wir uns ja schon öfter gesehen. Und man hat den Eindruck, das ist nicht nur so, klar, businesstechnisch auf einer coolen Ebene, sondern dass man sich halt wirklich auch gut versteht. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Und dass die Teamheads untereinander sich auch gut verstehen. War ein sehr, sehr erfolgreicher Tag. Also die letzten zwei Tage waren super. Voll geil. Ja, ja, das tut mir ja, richtig schön. Ich habe mittlerweile keine Puppe mehr in der Nase, weil ich die ganze Zeit gepopelt habe. 8 Stunden gehabt beim Shooting. Zehn. Das heißt, das war's mal. Die sind alle voll cool. Ja, sind alle wirklich sehr cool drauf. Wir fliegen jetzt zurück. Ich habe mir fast, ich wirklich ganz kurz davor gewesen, mir einzukacken. Das war unglaublich gerade. Ich konnte im Flugzeug nicht und jetzt war ich gerade kacken. Wow, das war der Wahnsinn. Die haben jetzt hier auf mich gewartet und wir gehen, glaube ich, jetzt noch was essen. Okay, bis gleich. Erzähl mal nochmal die Story. Nein! Wir waren gerade essen, ich habe vergessen zu filmen. Ich schwör's dir, es ist besser, dass ich euch gefilmt habe, was hier gerade abging. Ich hatte einen echt langen Tag und dann habe ich die drei Vollidioten hier. Chili Botte. Nein, das krasseste, was Eli gesagt hat, war, er ist von Toni Kroos zu Musti mir gekommen und Koray. Downgrade, also das minus 10 Rating, Bruder. Started from the top and now at the bottom, Bruder. Nein, ihr seid auf eure Art und Weise top. Dankeschön, Ali. Aber ich war so gesehen habe ich Arda Güler ein bisschen die Hand gegeben, weil Toni hat ihn safe abgeschlagen nach Spiel. Ja. Toni hat uns Hallo gesagt. Ja, und ich hab dir Hallo gesagt. Nee, also, so gesehen, Ada. So. Ja, Chat oder Leute, wir sind völlig im Arsch. Es ist 2 Uhr nachts, kaum gepennt. Wir machen mal Outro hier bei mir. Lasst ein Like da, Leute, und ein Abo. Supported Jelly, yeah. Icon League, Jelly Belly, yeah. Icon League top? Ja, Icon League super. Sah geil aus auch von außen. Also, ja, Mann. Nächste Woche, wir haben wahrscheinlich ein Datum. 2.1. wird es eine Vorstellung geben, das nächste Team. 1.2. oder? Ne, 2.1. Team Bikini Bottom? Ne, 1.2. Ja, gut aufgepasst. Team Bikini Bottom, wir 3 oder was? Yeah. Kapitäne. Eli, gib uns ein Team. Bikini Bottom.